Fast 4 Millionen Deutsche sind schon einmal im Netz, im Internet betrogen worden. Und die meisten Nutzer haben noch immer keine Sicherheitssoftware auf ihrem Rechner. Die Bundesregierung will jetzt für mehr Sicherheit sorgen und setzt dabei alles auf eine Karte, nämlich auf die hier. Das ist der neue Personalausweis, für den Sie ab November knapp 29 Euro hinlegen müssen. Hiermit sollen Sie vor Online-Betrügern geschützt werden. Hält das neue Konzept, was die Regierung verspricht? Ein neuer Ausweis und ein großes Versprechen. Mehr Sicherheit. Mehr Schutz gegen Missbrauch und mehr Sicherheit im Internet. Optisch ist der neue schon mal ein Renner. Von der Größe ist er in Ordnung. Klein handlich. Klein praktisch gut und das ist das Wichtige dabei. Klein und handlich, aber passt besser ins Portemonnaie. Diese Hacker wollen den neuen Ausweis auf die Probe stellen. Ist er wirklich so sicher? Das werden wir am Ende dieses Films wissen. Aber erstmal schauen wir, was der neue kann. Und zwar im Testlabor der Fraunhofer Gesellschaft. Mit dem Personalausweis und einer 6-stelligen PIN-Nummer, die man dazu bekommt, kann man zum Beispiel die Parkschranke öffnen oder das Fahrticket organisieren oder online ein Konto eröffnen. Der neue Perso ist mehr als ein Ausweis zum Vorzeigen. Er ist auch eine Servicekarte, die man auf jedem PC nutzen kann. So viel neue Leistung hat einen stolzen Preis. 28,80 Euro muss jeder Erwachsene ab November für den neuen Perso auf den Tisch legen. Das ist mehr als dreimal so viel wie bisher. Ungerecht, findet der Grünen-Politiker Wolfgang Wieland. Es kostet immer dasselbe. Das heißt, die Zusatzfunktionen zahlt auch der Bürger, der die Schlichtfassung will, der misstrauisch ist, der Angst um seine Daten hat, der diese Funktion gerade nicht bucht. Unterschiedliche Gebühren, je nachdem, ob man die neue Servicefunktion überhaupt nutzen möchte, wären eine Alternative. Aber davon will der zuständige Bundesinnenminister nichts hören. Sie bekommen ein Angebot, was Sie nutzen. Und dafür haben Sie eine Gebühr zu entrichten. Und ob Sie es und wie Sie nutzen, ist dann Sache des Verbrauchers. Sie können auch einen Pass bestellen und reisen gar nicht und legen ihn in die Schublade. Trotzdem müssen Sie den gleichen Preis für den Pass bezahlen. Nur ist der Personalausweis Pflicht. Jeder muss also die Gebühr bezahlen. Bei den 28,80 Euro bleibt es auch nicht, erfahren wir. Denn wenn wir die neuen Servicefunktionen online nutzen wollen, brauchen wir für das Übertragen unserer Daten, neben Ausweis und PIN, noch ein zusätzliches Gerät. Kosten ab 35 Euro. Damit diese Extrakosten keinen verschrecken, sponsert die Bundesregierung über 1 Million dieser Lesegeräte. Ab November werden sie an die Bürger verteilt. 24 Millionen Euro macht der Staat dafür locker. Sind die gut investiert? Wir bitten den Chaos Computer Club, den Ausweis und die Testversion der Lesegeräte unter die Lupe zu nehmen. Dazu müssen Sie erstmal die Demo-Software des neuen Ausweises installieren. Das dauert. Die entscheidende Frage: Was passiert, wenn es Sicherheitslücken gibt? Wer muss für Missbrauch geradestehen? Wir nutzen die Wartezeit, um die Antwort des Bundesinnenministers zu hören. Es bleibt bei den allgemeinen Haftungsgrundsätzen. Das gilt jetzt auch, wenn ein Hacker bei einer Banküberweisung das Geld umleitet. Dann haben die Banken selber Regelungen, überwiegend Kulanzregelungen und andere Regelungen gemacht, zu denen sie auch die Gerichte gezwungen haben. Aber der Staat kann nicht für Fehler im privaten Rechtsverkehr haften. Dann haften also wieder wir Bürger, wenn der neue Ausweis bei Internetgeschäften missbraucht wird? Verbraucherschützer Michael Bobrowski ist jedenfalls besorgt. Zurzeit ist die Haftung sehr unzureichend geregelt. Sie ist im Wesentlichen zu Ungunsten des Verbrauchers geregelt. Das heißt, wenn es Missbräuche gibt, wenn es beispielsweise einen Identitätsklau gibt, hat der Verbraucher nicht nur den Schaden, sondern er muss im Zweifel auch beweisen, dass er es nicht war. Alles dann kein Problem, wenn Ausweis und Lesegerät wirklich so sicher sind, wie die Bundesregierung behauptet. Aber sind sie das? Beim Chaos Computer Club hat man inzwischen das Programm installiert. Und dazu noch eine böse Überraschung für unsere Reporter. Über eine E-Mail, die völlig harmlos daherkam, haben die Hacker den Laptop mit einem Spionageprogramm infiltriert. Ich sehe einfach genau alles, was du tust, ein Abbild von deinem Bildschirm. Mhm. Und was du eingibst, also deine PIN und sonstige Dinge, die du eingibst. Tatsächlich. Der Hacker kann auf seinem Bildschirm genau sehen, was wir machen. Welches Unheil könnte er jetzt anrichten? Ja, die Daten könnte ich kopieren und damit dann selber ein Konto öffnen oder was auch immer. Mit der PIN könnte ich deinen Ausweis benutzen, solange er drauf liegt, vorzugsweise während du vielleicht gerade nicht hinguckst. Und ich könnte natürlich deinen Ausweis dann gezielt klauen, denn ich kenne ja jetzt deine Adresse und Anschrift.
An die sensiblen Daten zu kommen, sei für Betrüger keine große Sache, versichert man uns. Sie bräuchten nur einen Computer, ein Spionageprogramm aus dem Internet und ein ahnungsloses Opfer. Ein Kinderspiel. Wie kann das sein? Wir konfrontieren den Minister mit unserem Ergebnis. Wir arbeiten gerne an besseren Lesegeräten. Das kann alles gerne noch ein bisschen teurer und sicherer werden. Aber der Start für die Sicherheit ist so gut wie bisher nirgends bei allen Rechtsgeschäften im Internet. Darauf muss ich bestehen. Ein unbeeindruckter Minister, der im Moment jedenfalls nichts ändern will. Das könnte ein schwerer Fehler sein. Ich hoffe, dass es nicht zu einem wirklich großen Schaden kommen wird in der Anwendung des Personalausweises. Denn wenn mit diesem hoheitlichen Dokument mal richtig massiver Schaden passiert, dann ist das ganze Verfahren natürlich kompromittiert. Und dann will ich mal die Bundesregierung sehen, wie sie aus diesem Schlamassel wieder rauskommt. Ein neuer Ausweis und ein kostenloses Lesegerät vom Staat. Ein Geschenk, auch für Betrüger. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beharrt übrigens darauf, dass alle Daten sicher, weil verschlüsselt sind. Egal, denn die Hacker, die sehen ja alles, was sie auf ihrem Bildschirm lesen können, und das ist eben nicht verschlüsselt.